Servus und hallo, ich bin der Videospieler und ich spiele das nächste Spiel von meinem Super Nintendo Classic Mini. Dieses Mal ist Earthbound dran. Dieses Spiel ist in Japan als Mother 2, meine ich, erschienen und ist in Europa nie veröffentlicht worden. Das ist die amerikanische Version, die ist damals erschienen. Okay. Und ja, wir schauen einfach mal rein. Ich stelle jetzt nur schnell hier wieder den CRT-Filter aus und los geht's. Nintendo Ape. Okay, von Ape, nicht von Hulk. Doch Hulken. Earthbound, the war against Gigas? Ich weiß jetzt nicht, wie ich G-I-Y-Gas ausspreche. Das Ganze ist ein Rollenspiel. Und als solches werden wir da jetzt natürlich nicht arg viel davon mitkriegen. Wir spielen einfach mal rein, wir gucken uns das Intro an, spielen ein paar Minütchen. Optisch ist das Ganze eher sehr schlicht gehalten, kein Vergleich zu den Square Enix RPGs auf dem Super Nintendo. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum es nie in Europa veröffentlicht wurde. Die Farben, diese pastellfarbenen Grafiken, das ist schon alles gewöhnungsbedürftig, aber das sagt ja nichts über die Qualität des Spiels an sich aus. Und von daher. Lassen wir uns auch nicht beeindrucken. Soll ich eigentlich mal was drücken? Da liegt einer. Presented by Nintendo. Das ist schon sowas wie das Intro hier. Ja, aber ich muss eigentlich schon mal Start drücken, dass es losgeht. Start a new game. Text speed, medium. Sound setting, stereo. Ach, welche Farbe soll meine Plane? Please name him! Ah, ich nenne ihn Axel. Wie ich das immer mache. Oh. Don't care. Paula, okay. Paula ist okay. Hallo Paula. Name your friend. Don't care. Jeff. Another friend. Pooh! Pooh ist gut. My pet. Don't care. King. Ist in Ordnung. Favorite homemade food. Oh, favorite homemade food. Ich mache eine sehr gute Pizza. Die mag ich. Your favorite thing? S-N-E-S. Yep. Bin ich jetzt gespannt, wie sich das dann hier widerspiegelt, meine Eingaben. Ach, die Namen sind ja klar, aber the year is 1990 irgendwas. Unit, a small town in Eagleland. Ich habe jetzt One TT da hinten auf dem Schild gelesen gehabt.
Mir ist gerade so überrascht, dass das unnett heißt. Okay. Ein Häuschen. Axels Haus. Ah, ein schönes Haus. Ja, und ich schlafe. Kommen die Aliens da draußen? Ups. So, und jetzt? What? Talk to. Check. No problem here. Geld? Okay. Licht an. Hallo. Talk to. Hey, bro. Did the sound wake you up? Were you freaked out? Kannst nicht schlafen, oder? Das ist ein Geschenk. A cracked bat. Was mache ich denn mit? Schublade. Also gut. Nicht jeder Schrank gibt irgendetwas preis. Talk to. War das das die Mama? Axel, bist du nicht ängstlich? And now you want to check it out? Oh, okay. You sneak out of your room anyway, even if I ask you not to. Also, du... At least change out of your jammies before you go. Ah, so aus den Pyjamas raus und... Jetzt bin ich richtig angezogen. Die Tür verpasst. So. Ich bin angezogen, kommst du mit? Also nichts Neues. Okay, dann gehen wir wieder raus. Be careful. Come home as soon as you can. Besides, humans, dogs also sleep at night. Why aren't you asleep? Draußen war's. Gab's irgendeinen Knall? Okay, da ist Polizei. Onet police are for infamous for closing roads if something is going on. We are going for the... We are going for the world record. Don't panic, it's just a... What? Meteorite dead? Who? Fell? I just wanna what? Go home. Was bist du für einer? I want to return home, but the road is closed. People are taking this meteorite situation too seriously. Also. Ein Meteorit ist runtergekommen. Wer bist du? Did you hear the big bang? I think a meteorite landed nearby. I want to be the first to see it, okay? I'm going to try to be the first to get there. Wo ist es denn? Ein bisschen erforschen. Hey, Polizei. Don't you know what time it is? Get your butt home, pronto. Nö. Noch mehr Polizei. A meteorite has landed. The sharks are running wild in town. You kids are wandering around and I'm hungry. I hate my job. It's dangerous to go to the hilltop. Even if I advise you not to go, it won't stop you, will it? No, it won't stop me. Haben wir so ein Paket, das hätte ich gern. Ich will bloß wieder da hochkommen. Hey you, don't you know what time it is?
habe da aber ein Paket gesehen, das will ich haben. Bread Roll! Jawohl! Ein Brötchen ist immer gut. Bist du für einer? Hey Axel, hiya buddy! A meteorite fell down and went boom. It was a real mess for a while. I was fine because I always eat garlic and work out to help make my body stronger. However, the weaker citizens probably fainted. I also want to tell you... Whoops! I almost told you about my... Ooh! By the way, Axel, did you check my billboard? I wrote a message for myself. That's my real job, you know. I'm a billboard guy. Why don't you check out my work? Treasure Hunter, this... is Lyrax Aggregate House. So. Wo ist ein Meteorit? Ich sehe ihn schon. That meteorite looks different than usual. It's strange and marvelous as well as mysterious. Ooh. Hey, Axel! Don't be rubbernecking. You're getting in the cops. Oops. I mean in the officer's way. You can go home now. Tomorrow Pokey will tell you more about the strange meteorite. I'm fine here, but you're bugging all the officers. Shh. Ich komm nicht hin. Nice timing. Axel, will you do something about Pokey? He's driving me nuts. Are you two friends? No. Herr Pokey. Was soll ich jetzt mit dem machen? Also das Gameplay habe ich noch nicht so ganz verstanden hier. Ach, da kann ich... Oh, das ist gut. Also mit dem linken Shoulder-Button kann ich hier ohne dieses Kontextmenü Sachen machen. Und jetzt? Erhoben. Achso, das kann ich nur meinen eigenen Partymitgliedern. Wie krieg ich den jetzt da weg? Ins Nachbarhaus gehen? Da bin ich einfach nur zu blöd. Aber ich find's cool gemacht. Habe ich jetzt tatsächlich Lust, das dann auch weiter zu spielen?
Poppys Haus, oder? Komm, gönn mal Poki. Einfach frech hier immer. Im fremden Haus rumlaufen. Das sind Rollenspiele. So machen wir das in Computerspielen. Wer bist du denn? Seit wann bist du draußen? Ja. Ja, tatsächlich habe ich jetzt keine Ahnung, wie ich Poki da wegkrieg. Irgendwas verstehe ich noch nicht. Viele Optionen habe ich ja eigentlich nicht. Nee. Du sollst weg. Du gehst den Officers auf die Nerven. Also, ich bin schon mal zu blöd dafür, aber was ich sehr schade finde. Der Anfang gefällt mir eigentlich echt gut. So ein ja, ich hab's gerade, Entschuldigung, schon wieder die gleiche Taste gedrückt. Mich nicht einfach bekämpfen oder so. Okay, also Infos zu den Sachen. Ja, ich hab's ja equipped. Ich habe nur 4 Buttons und der macht nichts. Der macht auch nichts. Der holt das Menü zu. Menü. Ich würde ja Poki euch gern vom Hals halten, aber es funktioniert irgendwie nicht. Na gut, also gut.
Das war Earthbound. Bin jetzt nicht arg weit gekommen. Aber, naja. So ist es halt. Das war's für heute von mir. Ich sage tschüss, euer Videospieler. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Wenn es euch gefallen hat, ich habe noch jede Menge mehr Videos in meinem Kanal. Schaut rein, abonniert, unterstützt mich finanziell auf Patreon, würde mich freuen. Tschüss und vielen Dank.